It's battle time. Hä, sie nimmt es voll persönlich. Ich habe bei Temu bestellt. Und ich habe zu den gleichen Kategorien bei Wish bestellt. Ja, es ist ein wahrer Konkurrenzkampf. Ich dachte einfach, wir vergleichen zwei Online-Shops. Aber anscheinend gibt es hier auch unter uns am Ende des Videos einen Gewinner und einen Verlierer. Ich weiß nicht, wie das entschieden wurde. War das Zufall? War das einfach böse Absicht? Sarina hat Temu bekommen und ich habe Wish bekommen. Temu ist ja noch ein ganz neuer Online-Shop. Zumindest kenne ich ihn noch nicht so lange. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das gerne nach diesem Video an. Temu wird sehr gerne mit Wish verglichen. Und wir dachten uns, wir wollen das wirklich herausfinden und haben uns Kategorien ausgesucht. Und jetzt sehen wir mal, was rauskommt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und schreibt in die Kommentare Hashtag Team Sarina, wenn ihr sie und ihren Temu-Einkauf besser fandet. Also wenn ihr Hashtag Team Sarina schreibt, seid ihr auch automatisch Hashtag Team Temu. Oder Hashtag Team Vicky, wenn ihr für meinen Wish-Einkauf seid. Kategorie 1. Beauty. Das war easy. Also da wirst du mich nicht schlagen können. Das ist ja sowas von eine wilde Erfindung. Hä, hey, was ist das? Ein Lippenstift in Mundform. Das ist so ein flaches Ding. Dann geht es auf irgendwie, glaube ich halt. Leute, da steht Lazy drauf. Das ist ein Lippenstift für Faule. Ich hab's rausgefunden. Man muss es so aufdrehen. Ich habe schon einmal reingedatscht. Und ich schätze mal, dann macht man so. Ohne abzubeißen. Könnte cool sein, könnte mega der Fail sein. Mahlzeit, nicht abbeißen. Soll ich den jetzt echt so? Ja, und jetzt? Oder? Nee, das ist falsch. Aber guck mal, wenn ich so mache, haben die halben Lippen nichts abbekommen. Du musst aber durchziehen. Das macht einfach so wenig Sinn. Okay, ich mache es jetzt anders. Na, bisschen Finger nachhelfen. Vielleicht, hab keine Ahnung, wie es geht. Oder meine Lippen funktionieren nicht dafür. Für mich ist das ein Fail. Kann man jetzt so mit dem Pinsel oder den Fingern auftragen. Die Farbe ist schön, oder? Ja. Tint My Fortip. Brow. Den Namen verstehe ich schon mal nicht. Ein Augenbrauenstift, der nicht nur aus einer Spitze besteht, sondern aus vier. Die Chancen stehen ähnlich wie bei mir. Kann toll sein, kann aber auch totaler Schrott sein. Oh, ich bin gespannt, wie das innen aussieht. Hey, ich freue mich voll, das auszuprobieren. Ist das meine Farbe? Könnt ihr hinhauen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Das sind meine Augenbrauen ohne alles. Ich habe jetzt vier Spitzen, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Ich traue mich nicht so richtig. Die Farbe ist schon mal ganz okay. Du bist schneller, du musst viermal weniger Striche ziehen. Und? Eigentlich nicht schlecht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt viel besser ist als ein normaler Augenbrauenstift. Approved. Da fand die andere Seite auch dran. Also nachdem ich jetzt so zwei Augenbrauen geschminkt habe, ich finde den ziemlich gut. Cool. Werde ich weiter benutzen. Na, kennt ihr eigentlich schon unseren allerneuesten Comic? Es ist der dritte Teil aus der Abenteuer vom Rosenhof-Reihe. Der erste Teil war der Funkenfecht. Teil 2 ist im Zauberwald. Und Teil 3, der neueste, ist das Zirkuspony. Im Grunde ist die Reihenfolge auch ein bisschen egal. Ihr könnt auch mittendrin einsteigen, wenn ihr wollt. An die Superfans unter euch. Das ist die richtige Reihenfolge. Die Comicreihe gibt es in jeder Buchhandlung oder einfach online bei Amazon, Thalia und. Die nächste Kategorie ist cooles Gadget. Super cooles Gadget. Als das Paket bei mir ankam, wusste ich nicht mehr, was es ist. Für Pommes? In die richtige Richtung. Es hat was mit Essen zu tun. Dieser Herzschutz ist einfach nur Deko. Es hat auch nichts mit dem Herz zu tun. Es geht um diese gefährlich aussehenden Zacken hier. Es ist ein Mordwerkzeug. Du lagst mit Küche schon mal richtig? Oh, ankam. Küche! Mann, ich weiß es nicht. Was soll das denn sein? Kein Mensch weiß das. Ich weiß noch nicht, wie rum, aber ich weiß, wofür. Ich habe nämlich in der Bestellung nachgeguckt. Da war dann ein Bild. Man sticht damit in die Zwiebel. Hä? Und schneidet dann die Zwiebel. Ich glaube, man schneidet dann in jeder Ritze und dann hat man ganz feine Zwiebelringe. War das coolste Gadget, das ich finden konnte. Und jetzt pst. Und dann in jeder Ritze schneiden. Hä, gar nicht mal so schlecht. Guckt mal. Richtig stabil. Und jetzt kann man auch noch so. Ja gut, das ist jetzt nicht gewürfelt, aber strukturiert. Ich habe ein Gadget, das könnte dir gefallen. Rate mal. Als es noch zu war, hätte ich gesagt, keine Ahnung. Und als es offen war, würde ich sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das, ihr lieben Leute, ist ein Eiswürfelbehältnis. Ah. Für so kleine, würfelförmige Eiswürfel. Plopp. Das probieren wir gleich aus. Eiswürfel-Game startet. Stöpsel raus. Wasser rein. Und jetzt sollte es perfekt sein. Das ist sogar ziemlich dicht. Guck mal. Jetzt einfrieren. Oh, sogar Platz ausnahmsweise. Es gibt ein kleines Problem. Houston, wir haben ein Problem.
ist alles festgefroren. Ich hab's rausbekommen und es ist ein bisschen explodiert. Hä, das ist ja hochgesprungen. Also da unten ist ein riesiger Klops. Wir probieren mal. Angeblich soll durch Zusammendrücken die Eiswürfel sich lösen. Oh, wie süß! Das Zwiebelschneidding war besser. Ich freue mich mit dem Teil noch an. Die nächste Kategorie ist Schule. Ich habe was Mini-Kleines. Meins auch klein. Wollen wir es austauschen? Notizzettel. Das sah im Internet irgendwie cool aus. Die haben das so cool beworben. Die haben gesagt, das ist eine Mini-To-Do-Liste. Und dann dachte ich so, oh, sie ist Mini. Und ich bin drauf reingefallen. Naja. Ich schätze mal, das sind Radiergummis. Die Packung gehört aber dazu. Das ist so eine Toastbrot-Verpackung. Die sind halt auch eingepackt wie so eine Toastbrot-Packung. Und richtig cute Toastbrot-Radiergummis mit dem Geruch von Butter. Und das testen wir jetzt. Riecht nach Radiergummi. Aber das riecht halt 0,0 nach Butter. Kalte Butter aus dem Kühlschrank, eingefrorene Butter, Butter, die geschmolzen ist. Butter riecht eigentlich eh nach nix, oder? Nach was riecht Butter? Nach Milch. Nach was riecht Milch? Schreibst du gerade eine Einkaufsliste? Schokolade, Brokkoli und Bananen. Und Toastbrot. Da ist kein Platz mehr für Toastbrot. Da müssen wir eine neue Liste anfangen. Stimmt, wir brauchen ja noch Toastbrot. Radiergummi-Check. Vielleicht kommt ja jetzt der Toastbrotgeruch durch. Buttergeruch. Ah ja, nö. Irgendwie riecht noch nicht nach Butter. Es riecht eher nach Bremsspur von einem Reifen. Sieht hier so ganz freundlich aus. Die nächste Kategorie ist ultra cute. Man betone das ultra. Ultra cute. Ultra cute. Das ist ja Halloween. Ja, ich bin Halloween cute. Das ist ein Kürbis und dann macht man Peng. Peng. Und der Geist ist ultra cute an der ganzen Sache. Habt ihr es kapiert? Willst du meinen sehen? Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, was ich da ausgesucht habe. Da steht irgendwie drauf, man kann bis in Level 50 kommen. Hey, was ist das? Was habe ich ausgesucht? Cute ist es schon mal. Oh nee, Aufschrauben. Da gehören Batterien rein. Guck mal! Ich kann damit auch ohne Batterien spielen. Hol sofort Batterien! Batterien sind drin. Welcome to the bush game. Oh, ist das süß. Hä? Das muss man erstmal kapieren. Hä? Ja, du bist einfach schlecht in dem Spiel. Ich spiel mal. Okay, vielleicht ist sie wirklich besser als ich. Die nächste Kategorie ist BFF-Geschenk. Dann musst du mir das schenken und ich dir das. Richtig, weil du bist ja meine BFF schließlich. Das klang sehr unglücklich. Ich habe ein Geschenk, das dich glücklich machen wird. Das ist mein Geschenk? Ich muss es noch zusammenbauen. Da kommen nämlich noch Zahnstocher rein. Bei dir gehören noch zwei Knöpfe vorne dran. Puhu, es funktioniert. Okay, ich habe jetzt einen Testlauf gemacht und jetzt kann ich es dir übergeben. Ich habe für dich ein Aufbewahrungstürmchen. Süß, danke schön. Ich habe mich entschieden, ich könnte hier am Schreibtisch auf jeden Fall ein bisschen Ordnung gebrauchen. Hä, das ist ganz normal, dass es hier so aussieht. Und in die Schubladen mache ich das hier. Guck mal, ein Pfötchen. Wie angegossen. Ich habe für dich ein humorvolles Geschenk. Das hier ist Birdie. Du kannst an seinem Schwanz nach oben drücken. Dann gibt er dir einen Zahnstocher. Du freust dich gar nicht. Das ist ja mega nützlich. Kann er auch zwei? Nein. 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 Süßes Geschenk mit Fun-Faktor und richtig vielen Gedanken. Seid ihr bereit für den Wow-Effekt? Und nochmal. Tada! Pink, pink, pink. Was hast du da? Einen fast automatischen Spitzer. Es ist ein kleiner Astronaut. Den kann man hier hinten kurbeln und da vorne spitzen. Ganz schön cute, aber ich habe auch was Cutes. Das ist Bär. Bär, der Taschenrechner. Er ist Miniatur. Oh nein, der ist so klein, dass ich die Tasten fast nicht drücken kann, ohne die anderen zu drücken. 5 plus 5 ist gleich 10. Kontrollierst du gerade, ob er richtig rechnet? Ja, er hat richtig gerechnet. Es hat ja nicht jedes Handy schon einen Rechner dabei. Es ist ein pinker Bär. Ein Glücksbärchen. Vicky darf mal Spitze testen. Wir haben ein Problem. Der Bleistift ist schon spitz. Hey, du musst ihn abhacken. Hier drauf. Aggression. Gewalt. Ups. Die Spitze ist abgebrochen. Jetzt müssen wir ihn wohl spitzen.
Das sieht anstrengend aus. Das ist auch richtig anstrengend. Der ist ja wieder richtig schön spitz. Ich würde es eher als Dekoartikel empfehlen. Hui, guck mal, wie lustig die aussehen. Das ist so komisch. Blonde Löckchen. Jetzt kommen wir zu Accessoire. Das ist kein Ball. Doch schon, aber es ist eine Tasche. Ich fand es einfach lustig. Mein Hauptproblem an der Tasche ist eigentlich, dass sich das so billig anhört. Wenn ich mir die umhänge, dann klappert das so billig. Sonst sieht sie ja eigentlich ganz cool aus. Ist halt mal was anderes. Ich würde damit jetzt nicht in den Supermarkt gehen und Eier kaufen. Obwohl, Eier würden gut reinpassen, aber nur ohne Eierkarton. Ich trippel mal, ja? Einfach nein. Korb! Yeah! Touchdown! Das ist das falsche Game. Ich weiß. Ich habe das hier. Ein ganzer Pack an mega cuten beigen Scrunchies. Die haargleichen habe ich auch auf Temu gesehen. Hey, du brauchst jetzt nicht in meinen Shop auch noch schlecht reden. Ich habe es auf Wish bestellt. Da sind zwei so Plüschige drin und dann habe ich noch so ein Teddyfell. Das ist so gehäkelt. Ganz schön cute. Welcher passt zu mir? Der hier. Dann nehme ich den. Die ist nämlich auch cool als Armbänder. Okay, die Kategorie geht an dich. Eine super wichtige Kategorie, Glitzer. Glitzerblitzer. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich schätze mal, es glitzert. Oh, das ist ja Pulver. Meins ist so und ich habe sogar einen Spatel dabei. Oh! Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Meine Hand glitzert schon mal. Dank Sarina. Ich hätte hier oben aufmachen müssen. Ah, ja, das ist ein netter Applikator. Hey, was soll denn das sein? Hast du schon gesehen, dass deine Hose auch ein bisschen... Einfach einmassieren. Regelt schon. Dabei wollte ich gerade mein gutes Glitzer zeigen. Mit Spatel. Warte, und dann noch von mir was drüber. Okay, das ist krass. Mehr Glitzer ist mehr Glitzer. Ich verstehe nicht, was das ist. Ich glaube, das ist so zum Highlighten. Du kannst zum Beispiel so... Für dann, die Wangen? Ja, oder hier, deine Knochen hier. Habe ich den Knochen erwischt? Alles voll damit. Kann ich das auch machen? Nein, nicht schon wieder! Ich fasse den Stöpsel oben an und das ganze Teil springt auf. Wie es hier aussieht. Ja. Danke für gar nichts. Hier wurde erst gestern gesaugt. Kann man sehen, wie die Luft glitzert? Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr in die Kommentare schreibt, welcher Shop, welcher Einkauf besser war. Mein Glitzer war auf jeden Fall sowas von besser. Und welche Online-Shops sollen wir noch testen oder vergleichen? Danke fürs Zusehen, ihr Cuties, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Könnt auch noch ein bisschen Glitzer.